Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist 8 Uhr. Ich bin vor ein paar Minuten aufgestanden und dachte, wenn ich schon daneben stehe, kann ich auch gleich den Vlog starten. Und ja, ich nehme euch auch heute wieder mit durch meinen Tag. Auch heute steht nichts sonderlich Besonderes an. Wir werden heute Brot backen, ich muss arbeiten und hoffentlich ein bisschen lesen. Ansonsten keine Ahnung, was passieren wird. Aber ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, als allererstes, bevor wir überhaupt arbeiten können, das ist meine morgendliche Routine, muss ich erstmal dieses 30 Meter lange Kabel, in dem sich jetzt gerade die Kamera verheddert hat, ach verdammt, durch die Wohnung verlegen. Durch die gesamte Wohnung. Tatsächlich durch die gesamte Wohnung. Bis da vorne hin. Damit ich Internet habe, da meine Firma nicht dazu in der Lage war, mir einen WLAN-Adapter zu geben. Naja. Und da es nervig ist, weil es hier vor sämtlichen Türen herumhängt, muss ich es abends immer wieder wegräumen. Ja, heute nehme ich euch schon mal ein bisschen mit durch meinen Morgen. Ich könnte das Video dann... Oh, das ist blaues Licht hier drin. Vielleicht sowas wie Morgenroutine enden. So. Schritt 2 nach dem Aufstehen. Tabletten. Und zwar tatsächlich einmal für Hörnchen. Und eine Tablette für mich. Das ist tatsächlich meine Desensibilisierungstablette für die Allergie. Auf die Uhr gucken, nicht vergessen. Ich darf jetzt nämlich eine halbe Stunde nichts trinken und nichts essen. Und erst dann darf ich meinen Kaffee trinken. Das ist immer schwerst am Morgen. Aber solange fütter ich jetzt die Katzen. Ich kann so schlecht reden, weil die Tablette muss sich unter meiner Zunge auflösen. Ich fütter jetzt die Katzen und mache mich fertig. Und dann kann ich hoffentlich Kaffee trinken. So, ich bin jetzt fertig. Ich muss mir gleich nur noch einen Pulli anziehen, weil es doch ein bisschen frisch ist. Und ja, dann geht es erstmal ans Arbeiten. Allerdings erstmal nur für eine Stunde. Da muss ich ganz kurz für ein paar Minuten unterbrechen. Weil wir dann das Brot vorbereiten müssen, damit ich das dann in der Mittagspause backen kann. Genau, ich muss gleich noch mein Frühstück aus dem Kühlschrank holen. Ich habe mir gestern Abend noch Chia-Pudding mit Heidelbeeren gemacht zum Frühstück. Und dann darf ich auch gleich Kaffee trinken. Und dann beginnen wir zu arbeiten. Ich habe mich jetzt gerade nur schnell das erste Mal eingeloggt, weil das dauerte mal einen Moment, bis der Computer die Verbindung zur Firma aufgebaut hat. Deswegen mache ich das normalerweise immer, dass ich mich aus dem Bett quäle, den Computer anschalte, also Kabel verlege, Computer anschalte, dann in der Küche mache, mich dann einlogge, mich dann fertig mache, weil sonst sitze ich hier eine halbe Ewigkeit vom Computer und warte darauf, dass er endlich fertig ist. Ich wollte euch aber noch was erzählen. Und zwar, ich war total verwirrt heute Morgen. Das hatte ich in letzter Zeit schon öfters. Ich kriege im Moment so wahnsinnig viele Spam-Kommentare unter meinen Videos. Es ist richtig nervig. Heute Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich 20 Kommentare. So viel kriege ich nicht mal in 6 Monaten. Ihr seid alle ein bisschen kommentarfaul tatsächlich. Und deswegen bekomme ich nur Spam-Kommentare. Das ist richtig nervig. Vor allem bei YouTube diese Spam-Kommentare nicht mehr als Spam-Kommentare erkennt. Das sind scheinbar irgendwelche gehackten Profile, keine Ahnung. Weil das sind immer andere Namen, die aber immer dasselbe schreiben. Das ist total unauffällig. Es sind auch immer englische Kommentare. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich finde es super nervig. Weil ich dann immer hingehen muss, muss ich alle einzeln melden. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum Google mein Google Ads gesperrt hat. Das heißt, ich kann meine Videos nicht mehr monetarisieren. Richtig cool. Und da Google ja so eine tolle Policy und Kundenservice hat, gibt es auch keinerlei Möglichkeit, sich da wieder entsperren zu lassen. Richtig super. Naja, ist halt so. Ich meine, ich mache es ja nicht
weil ich damit Geld verdienen will, was ich nie getan habe. Wenn ich mal innerhalb von einem Jahr ein paar Euro verdient habe, dann war das schon echt viel. Aber es ist trotzdem, es hat mich richtig, richtig aufgeregt. Dann habe ich mir gedacht, hey, weißt du was, das ist vielleicht jetzt so der Gnadenschuss. Vielleicht solltest du einfach aufhören. Und dann habe ich mir gedacht, hey, was, jetzt kann mich der YouTube-Algorithmus und so weiter gerade mal echt abholen. Aber jetzt brauche ich mir gar keine Gedanken mehr zu machen über irgendwas. Scheißegal, ob sich irgendjemand dieses Video anguckt. Völlig egal, ob irgendjemand es kommentiert, ob irgendjemand es liked. Es ist alles egal. Ich kann einfach nur machen, worauf ich Bock habe. Ich kann das einfach nur für mich machen. Ich weiß, dass zumindest ein Mensch auf der Welt sich die Videos angucken wird. Vielleicht zwei, drei. Von denen ich mir relativ sicher bin, dass sie sich meine Videos angucken. Und alles andere ist mir völlig egal. Deswegen habe ich das dann so für mich als Anreiz genommen und gesagt, hey, vielleicht gibt dir das jetzt nochmal so Schwung. Du fühlst dich nicht mehr so unter Druck gesetzt, weil dieser Algorithmus ja immer will, dass du regelmäßig Videos postest. Und der Algorithmus will dies und das und keine Ahnung. Und da habe ich gedacht, hey, völlige Freiheit. Du kannst machen, was du willst. Aber diese Spam-Kommentare, die nerven mich tatsächlich immer noch ein bisschen. Naja, wir werden sehen, ob es irgendwann auch wieder aufhört. Es gibt immer so Phasen, da ist das ganz, ganz schlimm. Da kriege ich jeden Tag ganz viele. Und dann gibt es wieder Phasen, da kommt dann monatelang gar nichts. Aber naja, darum soll es in dem Video nicht gehen. Ich wollte es nur unbedingt erzählen, weil das so das erste Mal, als ich nach dem Aufstehen auf mein Handy geguckt habe, weil ich gucken wollte, wie viel Uhr es ist. Ich so, YouTube-Benachrichtigung, was? Und dann gucke ich so rein und denke so, ha, 18 neue Kommentare, okay, das kann nichts Gutes sein, weil du hast schon länger nichts mehr hochgeladen. Haha. So. Ich mache jetzt mal den zweiten Einlog-Schritt in meinem Computer, dann gehen wir einen Kaffee holen und dann wird erstmal eine Stunde gearbeitet. Eine Stunde müsste passen, wenn ich dann das mache, dann kann ich es in der Mittagspause backen. Ja, ich glaube, das passt. Genau, dann holen wir nämlich den Brotteig aus dem Kühlschrank, formen ihn und dann muss er nochmal gehen bis zur Mittagspause und dann können wir das Brot backen. Das Brot ist übrigens nicht für mich, tatsächlich. Ich backe das Brot tatsächlich für Freunde, die gerade umgezogen sind und unsere Gruppe hat sich so zusammengeschlossen und wir wollten denen halt ein kleines Umzugsgeschenk machen, plus Geburtstagsgeschenk, weil er auch noch Geburtstag hatte. Aber egal. Und ich wurde damit beauftragt, Brot zu machen. Und da ich ja vor einer ganzen Weile angefangen habe, mit Sauerteig zu experimentieren, dazu schulde ich euch auch noch ein Video. Ich habe es. Ich habe auch schon angefangen, es zu schneiden, aber ich bin noch nicht so weit gekommen. Ja, ich habe. Das ist jetzt, glaube ich, mein viertes Brot mit Sauerteig, das ich backe. Mein viertes oder mein fünftes? Ich bin mir unsicher gerade. Ich glaube, mein viertes. Und ja, mittlerweile ist der Sauerteig richtig aktiv. Ich versuche, dass ich euch am Wochenende das Video schneide und hochlade, damit ihr es dann auch sehen könnt. Wenn es dann online ist, dann verlinke ich es euch gerne, wenn ich dran denke, in der Infocard. Ja, deswegen habe ich am Mittwochabend angefangen, den Brotteig vorzubereiten. Dann musste er gehen, dann musste er nochmal bearbeitet werden, dann musste er wieder gehen. Dann ist er gestern Abend in den Kühlschrank gekommen und heute wird er gebacken, weil nämlich um 16.30 Uhr ungefähr kommt einer aus der Gruppe vorbei, der sammelt bei allen von uns die Geschenke ein und ja, liefert das dann ab. Und er holt das heute schon ab. Deswegen... Es muss ja noch auskühlen, deswegen muss ich es unbedingt in der Mittagspause backen. So, bevor ich jetzt hier zu viel rumquatsche, würde ich sagen, ich mache mich mal in die Arbeit und umso früher können wir wieder Feierabend machen. Wir haben jetzt mittlerweile
20 nach 11. Doch ein bisschen länger gearbeitet. Ich muss jetzt aber ganz dringend das Brot machen, weil sonst hat es nicht genug Zeit nochmal zu geben, bis ich dann in der Mittagspause backen kann. Oder ich muss später Mittagspause machen, worauf ich eigentlich, glaube ich, keine Lust habe. Ja, das hat jetzt irgendwie doch alles ein bisschen länger gedauert, aber ich würde sagen, wir springen jetzt in die Küche, formen das Brot und dann wird weitergearbeitet. Ich habe übrigens meine Haare vorher nochmal aufgemacht. Ich habe sie ein bisschen eng gemacht heute. Vorhin gemerkt, dass ich Kopfschmerzen bekomme und deswegen... Ja, aber die Sache mit dem Mittelscheitel, was ich im letzten Vlog ausprobiert habe, das war also gar nicht meins. Vor allem habe ich das Problem, dass die Strähnen hier vorne immer relativ schnell dann fetten und dann so richtig strähnig werden und es sieht dann richtig eklig aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache sie heute einfach wieder hoch und wir lassen das mit dem Mittelscheitel einfach sein. Thank you.
geht jetzt noch ein bisschen. Ich gehe noch ein bisschen arbeiten und wir sehen uns dann so ungefähr in, ich würde sagen, eine Stunde, anderthalb Stunden wieder. So, wir haben mittlerweile kurz vor eins. Ist doch wieder alles später geworden, als ich dachte. Ich habe den Backofen vorhin schon angemacht. Der ist jetzt vorgeheizt und ich hole jetzt den Teig und dann schmeißen wir den Teig in den Ofen und schauen mal, was rauskommt. Das ist immer so ein Überraschungsding. Ich hole mal den Teig. So. So sieht er jetzt aus. Und dann brauchen wir den Brei. Ich hoffe, der Teig löst sich jetzt auch gut raus. Sonst haben wir ein Problem. Habe ich natürlich hier überall ein bisschen Mehl verteilt. Ich muss aber wahnsinnig aufpassen, dass ich mich nicht verbrenne. Ich habe dazu Talent dafür. So. Jetzt versuchen wir mal den Teig da reinzubringen. Nein, das habe ich mir nämlich gedacht. Das funktioniert nicht. Verdammt. Vorsichtig versuchen, das hier ein bisschen zu lösen, in der Hoffnung, dass es dann rauskommt. Okay, hab ihn. Ein bisschen an viel Mehl da unten dran. Das mache ich schon ein bisschen ab. Das Brot hat jetzt einen richtig schönen Handabdruck von mir. Plupp. Rein damit. Und damit es nicht so furchtbar aufreißt, schneiden wir es oben ein bisschen ein. So. Deckel drauf. Und dann kommt das Ganze für 40 Minuten in den Ofen. Vorsicht, wieder nicht verbrennen. So, das Ganze bleibt jetzt für 40 Minuten mit Deckel im Ofen und dann kommt der Deckel ab und dann wird es nochmal 15 Minuten ohne Deckel gebacken. Ich hoffe, es wird was. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe dann so lange jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten und dann mache ich eine Mittagspause. So, die 40 Minuten sind um. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, okay. Es ist mehr auf dem Platz, als ich dachte. Aber es ist richtig schön aufgegangen. Ich nehme euch mal kurz vom Stativ runter. So, ich mache jetzt auch tatsächlich endlich mal Mittagspause. Es ist zwar jetzt schon 2:15, aber ich mache jetzt eine halbe Stunde Pause. Ist mein Mittagessen. Ich esse heute nur die Reste von gestern, Nudeln mit Tomatensauce. Und währenddessen werde ich mir ein Video anschauen und dann sollte das fertig sein. Dann kann es auskühlen, bis es abgeholt wird. Und dann muss ich noch ein bisschen weiterarbeiten. Thank you.
Huch, was ist mit meinen Haaren passiert? Ich stehe ja wild in eine Richtung ab. Na, sehr schön. So, ihr Lieben, mittlerweile haben wir 7:20. Ich habe jetzt das Video geschnitten, habe noch kurz ein kleines Intro gebastelt, das exportiert es gerade, das dauert natürlich wieder ewig. Dann kann ich das Video fertig machen und kann das exportieren. Und ja, Terry war so lieb und hat vorhin noch mein Paket abgeholt. Der Paketbote hat natürlich wieder keinen Zettel in den Briefkasten geworfen und hat es auch einfach zu dem Paketshop gebracht. Weil ich meine, ich bin ja die ganze Zeit zu Hause gewesen und es hat auch gestern geklingelt und ich habe auch aufgemacht, aber scheinbar hat er das im Auto vergessen und hatte keine Lust nochmal reinzulaufen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Fand ich ziemlich kacke. Aber gut, Terry hat es abgeholt. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, aber das machen wir morgen zusammen auf, weil ich glaube, das Video ist schon relativ lang. Und ja, Terry ist jetzt in der Küche und macht Essen. Bei uns gibt es heute Grünspargel, Kartoffeln und Sauce Hollandaise. Ich freue mich sehr drauf, ich liebe Grünspargel. Und ja, ich werde gleich noch das am Computer fertig machen, dann werden wir noch ein bisschen Fernsehen gucken. Und das war's dann, denke ich, für heute, weil Terry ist auch ziemlich müde und ich bin auch ziemlich fertig. Genau. Das Brot wurde vorhin abgeholt, da war dann noch ein Moment hier. Die beiden haben gequatscht, wenn ich noch gearbeitet habe. Und ja, das war's für diesen Vlog. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, denkt dran, einen Daumen hoch da zu lassen, damit ich es auch weiß. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!